Kevin, auch wenn es vom Ergebnis knapp ausgesehen hat, so habe ich doch einen recht dominanten Sieg von euch gesehen. Wie hast du es gesehen? Ich glaube, wir waren gut vorbereitet vom Trainer. Wir haben als Mannschaft gut zusammengearbeitet und ich glaube, dass das Ergebnis dann auch verdient war letztendlich. Ja. Es war ein bisschen kurios vom Drumherum. Kannst du ein paar Worte dazu sagen? Ja, mit der Spielverlegung war das ein bisschen schwierig, sich auf das Spiel einzustellen. Vor allem jetzt nach, eigentlich sollte ja letzte Woche schon Schluss sein mit der Saison, mit der Hinrunde. Und dadurch war es jetzt ein bisschen schwierig, sich darauf einzustellen. Aber wie gesagt, der Trainer hat uns gut eingestellt dafür. Wir haben das angenommen, akzeptiert, dass das verlegt wurde. Und ja, und waren heute fit im Kopf und auch in den Beinen. Und ja. Du hast das Siegtor geschossen. Kannst du ein paar Worte dazu sagen, wie du es gemacht hast? Ich war nicht so ganz im Spiel, muss ich ehrlich zugeben. Hab versucht dann irgendwie läuferisch reinzukommen. Ich habe einen Pavko rechts außen gesehen, der hat sich durchgetankt, habe ihn gerufen, dass er mir spielen soll. Er hat das gemacht und ich habe einfach nur Risiko den Ball geschossen und dann ist er glücklicherweise reingegangen. Es gab zwei Karten gegen den Gegner. Wie hast du sie gesehen? Ich glaube, wenn er ihn getroffen hat, ich habe es nicht genau gesehen, dann ist es natürlich eine rote Karte. Du meinst die zweite? Die zweite Karte, genau. Die gelbe Karte ist auch berechtigt. Das war ein taktisches Foul. Vielleicht ein bisschen heftiger, aber trotzdem taktisches Foul. Deswegen gelb ist berechtigt und die rote Karte, wenn er ihn trifft, dann ist die auch berechtigt. Das war jetzt das letzte Spiel vor der Winterpause. Dein Fazit von der Hinrunde und vielleicht auch vom ganzen Jahr? Ich glaube, der Anfang war schwer für die Mannschaft, da wir eine neu zusammengeworfene Mannschaft waren oder sind. Wir haben uns zusammengeschweißt, es hat sich eine Mannschaft gebildet und ich glaube, gegen Ende hat man das dann auch von den Ergebnissen gesehen. Und das heißt, wir arbeiten dran und dann schauen wir mal, wie die Rückrunde dann aussieht. Kannst du einen Ausblick auf die Winterpause bzw. etwas darüber hinaus geben? Inwiefern? Ja, was habt ihr vor? Oder, Jeder macht wahrscheinlich erstmal Urlaub, ein bisschen die Beine lockern und dann in der Vorbereitung geht es dann wieder los. Im Februar, glaube ich. Und was habt ihr euch noch vorgenommen? Wir wollen so weit wie es geht nach oben und schauen wir mal, ob die anderen Punkte liegen lassen und wir wollen alle holen. Deswegen schauen wir mal, wie es dann am Ende aussieht. Kevin, ich danke dir vielmals für das Interview und wünsche dir noch viel Erfolg. Dankeschön.